Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, ich habe schon die ersten Kommentare gesehen für die Seeds. Nur, dass ich das schon mal vorausnehme. Das seht ihr mal, wie weit ich jetzt schon ein bisschen voraus bin. Habe aber schon beim letzten Mal, glaube ich, ja gesagt, dass ich halt ein bisschen voraus aufnehmen muss, welche Umbaumaßnahmen in meiner Wohnung. Was ich ja gesagt habe, Elite sagt, er will alles sehen. Dann wurde mir gesagt, andere möchten natürlich Fortschritt sehen. Ja, jetzt bin ich natürlich, ich warte natürlich noch mehr auf ein paar Antworten. Also, wenn die zwei bleiben, dann werde ich so machen, wie es momentan macht, dass ich halt immer wieder hingehe und sage, okay, ich mache jetzt das nächste Tier, machen wir mit euch zusammen, dass wir einfach nur die Pflanzen haben und ich züchte sie hoch. Genau. Das ist momentan so meine Tendenz. Themen habt ihr auch keine vorgeschlagen, dann werde ich mir schon was aussuchen. Ja, und zwar, ich habe mir ein bisschen was überlegt, wie hier diese Falle hier. Habe nämlich festgestellt, dass dieses Teil hier, dass dieses Baby, muss ich natürlich finden. Ich habe schon gesagt, Suche wäre toll. Ihr müsst, irgendwo sind nämlich auch diese schönen Säckchen. Aber ja, das ist mal wieder typisch. Man findet nichts, was man sucht. 4900 Items sind drin. Ich glaube, ich habe sie gerade gesehen. Da sind sie. Da sind sie. Ich hab nur überspielt. Ne? Weil wir haben 1580 ungefähr Common Lootbags und. Und er schmeißt der Demi hier auch immer wieder noch rein. Ne? Also das heißt, ich gehe momentan immer wieder hin und verfrachte die jetzt auch mittlerweile einfach darüber. Ja, jetzt geht's mal wieder nicht, dass ich sie einsortieren kann. Ist klar. Vorführeffekt. Kennt man ja nicht anders. Aber ich habe schon gesagt, das ist ja lästig, dass ich das die ganze Zeit mit der Hand machen muss. Vor allem, er befeuert ja die Kiste. Ich wüsste, ich könnte jetzt mit Botania, mit den Frames, könnte ich jetzt hingehen und sagen, bitte diese Sachen hier nicht einlagern. Ist aber meiner Meinung nach, ja, Schwachsinn. Ich muss halt mal gucken, was es dann modmäßig noch gibt für Enchanting. Und dadurch, dass ich keine vernünftigen Pipes habe, kann ich nicht hingehen und sagen, okay, ich nehme das Ding und fahre es nach unten. Also, ist mir eigentlich so wenn in Erinnerung gekommen, ich könnte ja die Falle mal umbauen. Das werden wir zwar jetzt nicht in dieser Folge tun. Nicht, dass da schon Leute wieder sagen, nein, jetzt fangen wir wieder an umzubauen. Nein, mache ich nicht. Also nicht gleich. Wird aber passieren, und zwar die Falle wird dann nach unten wandern, also mit nach unten wandern. Das heißt, das Gebäude bleibt stehen, das Gebäude wird sogar wachsen. Aber die Sachen hier werden nicht mehr hier sein, sondern unten. Und da wird dann das Lagersystem dran hängt. Ja, und das heißt also, dann werden die Monsties dann, wenn sie runterplumpsen oder wenn sie dann sterben sollten, sozusagen gleich ihre Sachen ins Drawer-Regal reinräumen. Ja. Ja. Dann haben wir nämlich auch schön Sachen. Und dadurch, dass die Kammen Sachen da nicht reinpassen oder nicht reingehen, geht es halt weiterhin in das Fass. Es wird nur irgendwann lustig, das dann alles auszuräumen. Kennt man ja nicht anders. Das Schöne ist, ich habe irgendwann mal ein Schaf gekriegt. Das habe ich aufs andere draufgestellt. Seitdem steht es drauf. Huckepack-Schaf. Hallo. Ja. Okay, so, für einige, die wo sich gedacht haben, wo ich das gesagt habe, ob es bei Immersive auch einen Stromspeicher gibt, ja, gibt es. Habe mich da nämlich auch ein wenig angeguckt, was es so alles gibt. Und die heißen Capacitor, wenn ich jetzt mich nicht ganz täusche. Und da werden wir jetzt mal einen bauen, weil wir möchten heute ein wenig mit Forestry anfangen. Das sind sie, glaube ich. Genau. Dafür brauche ich Threadwood Planks, ich brauche Kupfer, ich brauche Eisen und ich brauche Lead.
So, das heißt, wir schauen nochmal. Ich baue gleich zwei. Das heißt, ich brauche jetzt sechs Eisen. Ich brauche 2 Lead. Das ist ein, ja, das ist hier. Ich brauche 2 Redstone. Das habe ich noch im Kopf. Davon brauche ich 4. Und dann war es das. Dann gehen wir mal dahin. Threaded Wood. Das war, wenn dann hier. Oder hier. Oder hier. Habe ich alles verbraucht? Oder wo habe ich das schon wieder hingeschmissen? Ich kleiner Slumber. Das meine ich ja mit, ne? Ich habe zu viele Kisten irgendwo rumstehen, aber darum will ich ja auch da ein vernünftiges System haben. Ich bin jetzt hierher gerannt, weil ich irgendwas holen wollte. Ich habe vergessen, was. Mist. Holz war es nicht. Ah, Kohle. Kohle wollte ich holen. 64 Kohle. Das ist gut. Schmeiße ich hier rein. Und da schmeiße ich erstmal hier rein. Dann haben wir schon mal hier was. Dann kann ich mir mal gleich 2 Eimer rausnehmen. Als 2 in der anderen Truhe. Bevor ich jetzt auf die wilde Suche gehe, mache ich mir halt einfach noch mal welche. Habe ich ja mal die Möglichkeit mit Tee. Nein, ich habe hier nichts gefunden. Alles klar. So, dann war das da. Das war das da. Lied war hier. Die waren hier. Die waren hier. Und ich habe 2 Capacitor. Perfekt. So, die Sachen lasse ich jetzt mal erst einmal hier, weil ich die hier auch am meisten dann brauchen werde. Denn ich habe mal oben ein wenig was abgegradet, dass da mehr Bäumchen auch reingehen können. So. Und zwar, ich brauche jetzt dann das Forestry-Zeug, weil ich möchte zum Beispiel meine Seeds automatisch machen. Der Worktable. Also das heißt, wir gehen jetzt erstmal. Nein, wir fangen ganz vorne an, weil wir brauchen irgendwann auch dieses die Viechis, also Wildlife Attractor. Weil zum Beispiel, ich will noch irgendwann eine zweite Kuh haben. Heuballen, okay, das ist das Wenigste. Ich brauche einen Redstone noch. Hier schon wieder ein Schwert. Das wurde nicht hingehört. Aber dafür habe ich ja hier Gott sei Dank auch noch mal eine Truhe. Das heißt, ich kann die auch hier reinschmeißen. So, dann habe ich eine Kiste, brauche ich noch. Und Heuballen. Das heißt, ich brauche ein bisschen Weizen. Und dann verteile mal eins. Wann ist 7 Stück? Ja. Also, dann war es das so. Dann kommt in die Mitte die Kiste. Und da kommt das Redstone hin. Dann haben wir das erste drum fertig. Also das würden wir dann brauchen, wenn dann die hierhin auch später umziehen werden. So, dann brauchen wir jetzt als nächstes den Worktable. Für den Worktable brauchen wir eine Kiste. Okay, sehr schön, dass ich hier nochmal oben bin. 3 habe ich hier. Ich habe hier doch noch ein Leder. Dann müsste ich das sogar so hinkriegen. So, das Buch habe ich. Die Kiste. Also gehen wir hier raus. Geht schneller. 42. Dann nehme ich gleich das.
Ja, dann war das hoch oben, Kiste. So rum, sehr schön. Worktable auch fertig. Der kann dann mit nach hinten wandern. Da brauchen wir erstmal das Peat. Dafür brauchen wir Pock, Earth und Peat. Wie komme ich an Peat ran? Das komme ich im Carpenter. Ne, im Carpenter kann ich nur Peat verkleinern. Das kann ich in der Farm, kriege ich das. Wenn ich eine große Farm aufbaue. Hahaha. Okay, das wird erstmal liegen geblieben. Dann brauche ich das Steady Casing. Das ist jetzt schon mal was. Dafür brauche ich Bronze. Lege mich mal schnell hin. Drei von vier. So, um an Bronze zu kommen, muss ich das hier. Muss ich das durch die Schmelze jagen? Ich vermute ja. Also das heißt, wir machen jetzt als nächstes erst einmal die Schmelze. Schauen wir mal schnell in die Steinkiste. Da habe ich gerade was drin. Ja, hauen wir das hier auch mal schnell weg. Also, was ich gemerkt habe, ist, ja, wenn ich auf dem Server bin, ist das Ding voll und wird auch nicht leer. Gehe ich vom Server runter und komme wieder drauf, ist das Ding leer. Total toll. Ich freue mich. So, dann brauche ich das. Also ich muss da jetzt auch mal schauen, dass ich dann da auch das nächste System hinkriege. Dass mich das nicht mehr so nervt. So, aber dieser Bereich hier, muss ich mal schnell schauen, was ich noch alles da habe. Habe ich noch 31 Small, da will ich nicht weit kommen. Und denen habe ich aber mehr. Gut. Dann hätte ich gesagt, schnell mal noch einen zweiten Stack. Da draufklicken. Kleine war hier, Schlüssel All. Oh. Dann schmeiße ich dich erstmal runter. Dann tun wir erstmal die Plattform ein wenig erweitern. Machen wir hier weiter. So, wir drücken mal schnell F7. Kann es fast gar nicht glauben, dass da keine Kreuze sind, aber angeblich sind da keine Kreuze. Gut. Also, wir haben auf jeden Fall auch dann hier. Ich müsste halt eigentlich. Ja, das ist total bescheiden. Müsst nämlich eigentlich hingehen und sagen, du gehst hier raus, ne, gehst nach oben, gehst nach hinten und gibst nach oben die. Wartet mal, machen wir auch noch. So, das heißt, jetzt der Tank ist ja sowieso leer. Das ist auch wurscht. So, das heißt, der Tank geht hier hin. Beziehungsweise nein, der Tank muss noch einen weiter nach oben. Der
Tank geht hier hin. Ja, und das ist jetzt genau das Problem. Verdammte Axt. Okay, momentan brauche ich hier nichts. Ich muss schauen, dass ich an die nächsten Pipes komme. Bringt mir nichts. Buildcraft ist nicht drin, oder? Nein. Dann werden wir da noch weiter gucken. Naja, weil ich brauche ja auch hier das System. Das werde ich dann jetzt erstmal umziehen. Solange ich das noch nicht habe. Ja, wobei. Überlegen. Die Schmelze liegt hier in dem Karton. So, ich hätte gesagt, kommst du. Du kommst. Eigentlich müsste der Controller ja hier hin. Ja, der braucht ja nicht eingemauert werden. Ja, das machen wir auch so. Dann kommt der Tank hier hin. Habe ich noch Spirit Bricks? Ja. Glas habe ich momentan keins mehr unten, aber dann mache ich mir mal schnell eins. Und ich mal wirklich eins. Ach ja, und ich habe mal ein wenig rumexperimentiert. Werde ich euch dann auf jeden Fall auch mal zeigen, wie man das dann aufbaut. Das heißt, ich habe immer wieder eine Kohleproduktion. Wie gesagt, wäre halt nur cool, wenn das Zeug auch laden würde. Gibt's eigentlich irgendwelche Junkloader? Industrie-Junkloader, aber der ist momentan nicht an. Von Evil Purple. Junkloader. Kostet uns 3 Obsidian, ein Enchantment Table, eine Enderperle. Von Open Computers gibt es ein Junkloader Upgrade. Mal. World Anchor. Die heißen ja alle anders. Auch nervig. So. Okay. Das Glas müsste durch sein. Habe ich nämlich noch nie probiert. Probiere ich jetzt zum ersten Mal. Ob die Schmelze damit zurechtkommt, dass ich 2 Tanks dahin knall. So. Dann brauche ich. Habe ich da noch welche drin? Jawohl. Ne, dann muss ich den da verfragen. Ja, Mist. Natürlich alles zu früh abgeschlagen, wie immer. Kann der Hammer den auch drehen? Jo. Sehr schön. Braver Hammer. Ganz ziemlich viel. Das ist schön. So, dann hätte ich gesagt, dann lasse ich mal da drin schnell Lava machen. Dann fülle ich den mal auf. Ah, habe ich hier schon Lava drin? Jetzt hätte ich das schon geahnt. Oder schon... Ja, weil jetzt müsste der wieder angehen. Das saugt er nicht mehr raus. Ich habe schon gedacht, ich falle wieder runter.
Habe ich nämlich auch schon mittlerweile geschafft. An Plattform erweitern. So. Ja, schaut gut aus. Ja, da ist Lava drin. Das heißt, jetzt müsste er wieder alles rausziehen. Ja, und jetzt kriegt er auch was ab. Sehr schön. Dann nehmen wir hier auch mal gleich die nächsten 16 wieder rein. Bis der alles vollfüllt. Und den tun wir da rein. Nochmal vollfüllen. Und ich hätte dann auch noch gleichzeitig noch ein Lager von Lava. Die muss nicht einfach dann leer gehen. Wie viel habe ich drin? 3400, okay. Mehr brauche ich nicht. So, dann. Hätte ich gesagt, kommst du da? Weiß nicht, geht es so überhaupt, dass ich das so aufbaue? Oder beziehungsweise so? Ja doch, natürlich. Muss ihn ja sogar so aufbauen. Oder überhaupt kein Klatsch. Ja, aber komisch ist Deutsch. Ja. Dann kommt nämlich hier der Tisch hin. Und hier. Nein, hier kommt das Wasser hin. Kommst du weg? Und hier kommt der Table hin. So. Dann haben wir den. Füllt der alles raus. Gleich mal als Holz war hier. Na, man muss nicht immer 3 Kilometer latschen. Das Problem ist halt nur, ja, na, ha, habe ich ja schon einen da gehabt. So, das braucht noch mal einen. So. Kommst dahin. Dann brauche ich noch einen Ausguss. Da habe ich wenigstens schon zwei gebaut. Das letzte Mal waren es noch nebeneinander. So. Hoffe, dass das reicht. So, jetzt kommen da erstmal die Fackeln weg. Drücken wir mal F7. Das sagt immer noch, das passt. Ich habe keine von den großen Lampen. Ja, also wenn natürlich die große Lampe oben das natürlich macht, wäre schon witzig. So, dann schauen wir mal. Okay, wir haben hier alles. Ich vermute nur, dass mir die Cereal Bricks vorher ausgehen. Stück habe ich noch. Können aber natürlich die Schmelze auch ein bisschen kleiner machen. Aber ich glaube, ich kann in der Schmelze Cereal Bricks auch herstellen. Was ich mal schnell gucke. Mit Cereal Stone. Die Breite wäre richtig. Die Breite will ich auch nicht anfassen, aber die Länge. Die Länge fasse ich an. So, wir schauen mal, wie weit das mal kommen.
Ein paar habe ich noch. So, das heißt, das ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erstmal 7. Jetzt hoffe ich, dass die Schmelze angeht. Ah, schaut doch gut aus. Das heißt, die Schmelze arbeitet. Lava 7b. Okay. Leicht weird. So, das heißt, ich brauche jetzt im Verhältnis zur Bronze war 3. Hast du ein Rezept? Ja, Molten Bronze. Dahin 3 Millibug, 1 Millibucket, 3 zu 1, okay. Dann hätte ich gesagt, ich nehme jetzt ein Stack davon mit. Den räume ich auf. Und davon brauche ich jetzt 21. Was ich ja weiß ist, also, solange die Schmelze noch klein genug ist, na, kann ich es ja so aufbauen. Wie gesagt, wird alles erst dann interessant, wenn wir die Schmelze dann komplett reingebaut haben. Vielleicht verschiebe ich sie auch nochmal, mache sie doch ein bisschen noch klein. Nee, verschiebe sie in die Richtung. Boah, ich muss da eigentlich hin. Doch egal. Weil dann schwarz. Vielleicht tue ich dich dann dahin und mache dich dann dahin und kann dann da so eine Säule hinbauen. Das ist das Einzige, was ich hier noch vielleicht ändere. Also, dass ich die zwei drehe. Lass mal erstmal das Zeug schmelzen, dass wir ein wenig Bronze haben. Dich kann ich schon mal abschlagen. So, ich muss warten, bis der umgewandelt hat. Dann drehe ich den ganzen Käse. Meine Idee gleich in Taten umsetzen. Wie viel werde ich denn kriegen? 8 oder 9 Blocks? 9 Blocks Minimum. 10 Blocks? 9 Blocks in 3 Ingots, okay. So. Du wirst nochmal gedreht. Und du auch. So, dann heißt es, du kommst jetzt dahin. Kommst dahin. Du kommst auch weg. Es geht gar nicht. Doch, es geht schon. Ich muss es hier machen. Ja, aber dann halt, kann ich auch keinen Pfosten hinmachen. Ich Depp. Mann, Mann, Mann. Davon gar keinen mehr. Weil. Mein Problem ist jetzt halt, ne, wenn ich jetzt den dann dahin mache, kann ich hier auch keinen Pfosten nach oben setzen, weil dann läuft der ja da aus. Dann machen wir das anders. Dann kommt der Table dahin. Du kommst. Dahin, dahin, dahin. Wo bist du? Was? Da fehlt mir jetzt ein Block.
Ah, weil ich ihn in die Ecke gesetzt habe, ich honk. Ich sag nichts mehr. So, aber wir haben wieder alles drin. Das heißt, ich gieße mal schnell einen aus. Haben wir schon mal. Wie viel brauche ich denn? Dass ich eins der die Casing brauche, ist mir auch klar. Ja, nee, sehe ich leider nicht. Ja, ich gieße dann gleich, wenn der durch ist, noch einen zweiten aus. So, jetzt haben wir Block of Bronze. Und ab durch die Mitte und ich habe mein Casing. Und die Quest damit completed. Jawohl, sehr schön. So, das heißt, wir haben jetzt Automatic Squeezing, den Carpenter. Squeezing will ich auf jeden Fall. Für den Squeezer. Was brauche ich für den Squeezer? Für den Squeezer brauche ich Eisen und ein Casing und zwei Glas. So, in der Zeit hätte ich gesagt, ja, wobei das geht ziemlich schnell. Trotzdem. Wo bin ich denn hin? Charcoal. Machen wir mal einen Stack davon. So, schmeißen wir dich da rein. Schmeißen wir dich da rein. Habe ich schon mal mein Glas, was ich brauche. Ich brauche 6 Zinn. Ich habe jetzt gerade wirklich überlegt, ob ich es erst in die Schmelze schmeiße, um mir den Ingis rauszumachen. Was? Mama. Denke ich heute etwas komisch im Kopf. So, wir haben den Squeezer. Haben wir auch gleich die nächste. In der Zeit kann ich wieder das da machen. Dann brauchen wir nämlich jetzt als nächstes den Carpenter. Dafür brauchen wir auch hier Bronze. Nochmal zwei Glas. Jetzt hätte er es gerochen, ne? Erst das Casing. Dann die zwei Glas. Dann die Bronze. Und ich glaube, der dritte war dann Kupfer. So. Dann haben wir den Carpenter auch noch. Was haben wir hier? Dann haben wir Shaping Glass. Muss man schnell gucken. Forestry. Forestry ist der hier. Brauche ich Pixie Dust und Camouflage Paneling. Camouflage. Das ist sehr schön, dass ich es nicht sehe. Bienenwachs, Pollencluster. Also das Rezept sehe ich schon mal. Oder gibt es da bei... Ah, das ist ein Forestry-Rezept. Da muss ich mich auf jeden Fall mal auch schlau machen. Also Impregnant Casings ist klar, das brauchen wir dann auch noch. One Block Farms. I've got Mail. Kann ich dann Briefe schreiben? Das ist auch klar. Was haben wir jetzt denn? Feeling Moist. Das sind die Zentrifuge, genau. Die wollen wir noch. Und ich weiß, ich muss jetzt Zeug auch noch anschließen. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal ein Casing. Ich brauche... Ich brauche nochmal Glas.
brauche 6 Kupfer. Ah ja, Kupfer, Zinn, Bronze. Das sind die wichtigsten drei Maschinen. Das habe ich noch im Hinterkopf gehabt. Dass man zuerst das Casing macht, habe ich vorhin schon gesagt. Gut, dass ich nicht auf mich höre. Wo man denn da hin? So, jetzt haben wir alle drei. Dann kann ich schon mal die ganzen Steine erstmal hier weghauen. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal schnell Clay. Mach gleich mal, ich mache mal 4. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht 6 Stück brauche. Dann mal wieder typisch ich. Massive. Denn ich brauche nochmal Wire-Konnektoren. Ja. Und dreimal Kupfer. Und die eine waren 2 und die anderen waren 4. Okay. So, dann kommst du kommst dahin. Ich habe jetzt nochmal einen Wire-Connector. Wir möchten den Käse auch noch anschließen. So, Relais brauche ich jetzt nicht. Aber das brauche ich noch. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das so funktioniert, dass wenn ich den einfach hinten dran mache, dass ich sehe, dass der übertragen wird. Aber wir werden sehen. Ich probiere es jetzt einfach aus. Wenn ich jetzt dich da dran mache. Passiert nichts. Okay. Dann heißt es jetzt, ich nehme jetzt dich. Dich tue ich jetzt erstmal hier hin. Denn ich brauche jetzt hier einen Carpenter. Carpenter kommt hier hin. Squeezer kommt hier hin. Da habe ich jetzt alle drei Maschinen. So, und da kommt jetzt mein Capacitor, kommt dann dahin. So, der müsste jetzt ja auch Strom auslaufen, genau. So, das heißt also, du gehst. Ups, du gehst. Nein! So, du gehst dahin, du gehst dahin, dann dahin. Gibt's ja auch, nein. So, dann ist mein Problem jetzt erstmal, ich muss ich hierhin verfrachten. Machen wir drehen. So, Connector müsste dann auch noch hier hingehen. So, jetzt sind wir mal gespannt, wenn ich jetzt dich da anschließe. Der schreibt hin, dass er was hat. Muss ich mal schnell gucken. Das kann nur eine ältere Version gewesen sein. Ich weiß es nicht. Wir hatten so ein komisches Meter gehabt, wo man das dann gesehen hat. Da ist es. Voltmeter. Das heißt, ich brauche einen Kompass, ich brauche einen Kupfer und 2 Sticks. Also ein Kompass ist das, was das kleinste Problem ist. Habe ich hier Kupfer? Ich habe Gold. Ich habe Kupfer. Ich habe einen Kompass.
Also war Kupfer. Nee. Was war das jetzt? Ein Kupfer hätte ich gebraucht. Okay, ein Kupfer. Was habe ich nicht einstecken? Genau. Nix. Warum brauche ich auch Sticks? Ne, ich habe sie vorhin aufgeräumt. Da bin ich selber schuld. So, du kommst dahin und der Kompass kommt drüber und ich habe jetzt ein Engineers Voltmeter. So, schauen wir mal, ob wir jetzt schlauer werden. Wenn ich jetzt da drauf gucke, sehe ich gar nichts. Wenn ich da drauf gucke, schreibt er mir hin 256 von 256 Flux Energy Stored. So, wenn ich da drauf gucke, 100k, aber ist nichts drin. Hurra, hurra. Was ich jetzt halt nicht weiß, muss ich dich von oben? Ja, es kann schon sein, dass man das von oben befüllen muss. So von oben und von unten. Da, da. Ja. Jetzt hätte ich es gewusst. Ich hoffe, dass das raus besser geht. So, wir schauen nochmal mit dem Voltmeter drauf. Jawohl, und jetzt haben wir schon 12.000 drin. Nur schade, dass ich nicht sehe, wie viel das der Kinetic Dynamo auch wirklich herstellt. Ja, weil da kann ich draufklicken, wie ich will, passiert nichts. So, wenn ich jetzt dich hier anschließe und dich hier anschließe, es geht nicht. Stimmt, weil der kann immer nur einen. Ja, das ist natürlich total toll. Der MV-Wire Connector. Der HV-Wire Connector, das HV-Wire Relay. Ich weiß jetzt nicht, kann das Relay mehr? Ja, das Terrakotta hätte ich nicht da. Gehen wir schnell gucken. Ich finde diese Schaf total witzig. Stehen sie verkehrt rum. Aua. Das Relay wäre natürlich cool. Nehmen wir mal dich mit. Eins. Habe ich die? Die werde ich dann da oben haben. Ja, aber ich hätte es sowieso gebraucht. Oder gewollt. Ja. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das Relay das kann. So, das heißt, du gehst jetzt nochmal raus. Wenn ich jetzt dann dich. Dahin mache. Da kommt jetzt dann der. Das Relais hin. Da kommt der Connector hin. Kann ich dich und dich verbinden? Ja. Kann ich aber auch dich? Jawohl. Und dich? Und dich? Und dich verbinden. Also macht das, was er soll. Also das heißt, da geht es jetzt hoffentlich rein. Wir schauen mal. Aussieht nicht. Ja, da habe ich die Glotsch natürlich da. Verdammt. Kann ich dich rumtragen? Ich will die 100.000 Energie nicht herschenken. Ja,
Das, also das sauber aufbauen, ne, das passiert irgendwann anders. Muss erst mal ein bisschen begreifen, wie es funktioniert. So, also das heißt jetzt, du kommst dahin, 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 dahin. Dann kommst du dahin. Nicht? Nein. Oder drehst du dich um? Hm? Wenn jetzt der Käse. Wieso drehst du dich jetzt im Verkehr rum? Kann ich dich mit dem Hammer drehen? Kann ich dich an die Wand festmachen? Geil. So, also, du gehst da rein. Und du gehst da rein, du gehst da rein, du gehst da rein und du gehst da rein. Nein. Ich wäre gleich irre. So. Ich habe da 100% nur noch einen kleinen Denkfehler drin gerade. Wenn ich jetzt von dich von da nach da mache, passiert ja genauso viel. Und von da nach da geht's nicht. Wenn ich jetzt dich dahin hänge und das Kabel von einfach von da nach da verlängere. Kann dieses Kabel hier nicht verknüpfen. Okay, das geht nicht. Das ist gerade total komisch. Wo habe ich meinen Denkfehler? Kann ich? Toll, jetzt sind schon drei. Habe ich eine Kiste aus Versehen einstecken? Nein. Wäre ja auch ein Wunder. Nimm mal schnell den da weg. Kann ich ein Relais auch an diese Kiste hier pappen? Ja. Aber ich glaube nicht, dass da Strom rauskommt. Doch, kommt. Aber hier kommt nichts an. Jetzt muss ich das anders testen. Wenn ich jetzt dich hierhin mache dich packe ich an die Seite und dich mache ich dann von hier nach hier. Schreibt dahin, can't work. Und er hat keine, und Start RF hat er keine.
So. Kann das auch da dran? Ja, okay, der Squeezer. Also, wir probieren es jetzt nochmal. Wird das Relay? So, das heißt, das Relay kommt jetzt hier hin. Der kommt weiterhin hier hin. So, dann heißt es jetzt, das Wire kommt von da nach da und von da nach da. So, Carpenter ist die ganze oberste. Weil Carpenter läuft ja mit einer von den Dingern läuft ja mit Wasser. Ich hoffe, dass ich nicht, dass ich dann nicht irgendein Gerät brauche, um das auf die anderen Maschinen umzustellen. Kann natürlich sein, ne? Dass man. Nee, so Blacksmith brauche ich nicht. Heavy Machinery. Low Voltage, Medium Voltage. Redstone Voltage, High Voltage, Alternative Flux. Can't work. Ich war der Meinung, dass er das immer, dass er das auch voll gefüllt hat, wenn. Kann ich das Kabel einfach abschlagen? Wenn ich jetzt dich nehme. Mache ich mal anders. Letzter Versuch, bevor ich erstmal das Segel streiche. So, ich gehe jetzt nach oben. Das heißt also, du gehst dahin. Und du gehst dahin. Und du gehst auch dahin. Problem ist nur, ich sehe es jetzt halt nicht, ob er jetzt noch Energie verteilt oder nicht. Also auf jeden Fall steht bei dem 256 EF drauf. Bei dem steht gar nichts dort. Bei dem auch nicht. Nochmal weg. Ich hab da langsam das Gefühl, dass ich hier noch eine Sache dazwischen brauche. Genau, er sagt, er kommt da gar nicht erst hin. Kommst du dahin? Hat es da auch was im Weg? Die Glotsch ist im Weg. Kommst du weg? Jetzt ist der im Weg. Erkenne ich gleich, aber es ist ja auch dort. Sehr schön. Also, wenn ich jetzt dich. Nochmal, wenn ich jetzt dich direkt anschließe an dich. Muss noch mal beide wegmachen. Ich verzweifle gleich. So, also du kommst dahin, du kommst dahin.
dann schreibt er mir auch hin, dass er das hat. So, und ich jetzt verknüpfen mit dir. Dann schreibt er mir hin, cannot touch. The same point. Jetzt hat er es gemacht. Und jetzt ist er auch voller Energie. Okay, also das geht. Ich muss rausfinden, wie das geht, dass ich, wenn ich hier Energie speichere, dass ich Energie speichere von hier woanders hinkriege. Jetzt machen wir noch das zweite. Das heißt jetzt für mich, ich habe jetzt dann hier den da. Kriege ich dich jetzt von hier nach hier und von hier nach hier und du kriegst auch Strom? Au! Nee. Dann ist der das Problem. Und dann ist der da das Problem. Also funktioniert das nicht übers Relay. Okay, erstes Problem gelöst. Ja, also wie gesagt, ich muss da gerade wegen rumprobieren, weil wie gesagt, alles gerade Neuland. So, das geht jetzt dann also heißen. Ich stelle jetzt dich hierhin, mach dich dahin, dann gehe ich von dir nach da. So, jetzt mache ich mal hier einen hin und hier einen hin. So, und wenn ich jetzt dann sage von hier nach hier, das macht er schon mal nicht. Ich sage von hier nach hier. Macht es auch nicht. Und wenn ich sage von hier nach hier. Er sagt, da kann er nicht, weil es hängt ja schon ein Kabel dran. Okay. Ja. Dann heißt es jetzt für mich, ich schmeiße jetzt mal das Zeug hier rein, bevor ich jetzt komplett gaga war. Also sozusagen, der da kann nach dahin verteilen, aber von da aus komme ich nicht weiter. Und das werde ich natürlich versuchen zu lösen, das Problem. Wenn natürlich einer von euch sofort eine Lösung hat, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe zwar, dass ich vorher eine Lösung finde. Wäre schlimm, wenn nicht. Aber falls nicht, wie gesagt, immer gerne in die Kommentare schreiben. Ja, genauso. Kritik, sonstige Sachen auch da rein. Und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.